Wir veranstalten diesen Kongress jedes Jahr mit einem ganz bestimmten Thema. Wir haben in den vergangenen Jahren die Demenz gemacht, wir haben im letzten Jahr Tatortschwangerschaft gemacht, weil das auch eben ein Bereich ist, wo wir sehr viel bewirken können über Wissen, ohne dass wir riesengroße finanzielle Aufwendungen machen müssen oder Technikapparat brauchen. Wenn eine Schwangere weiß, was sie tun und lassen sollte während der Schwangerschaft, hat sie eine hohe Chance, dass diese Schwangerschaft auch getragen wird, dass das Kind nicht nur aussieht wie ein Kind, sondern auch wirklich ein Kind ist. Und so haben wir uns sukzessive Jahr für Jahr um solche Themen gekümmert und in diesem Jahr, wie gesagt, Diabetes ausgesucht, weil es einfach Zeit ist, dass damit aufhört. 6 Millionen Patienten in Deutschland mit Diabetes. Das kann und darf nicht sein. Und Diabetes ist eine von den Krankheiten, die wir selber fabrizieren, die unser Lebensstil verursacht. Und der Vorteil oder das Besondere am Diabetes ist, dass man den so wegkriegen kann. Einen Krebs wegzukriegen geht auch, aber ist schwierig. Ja. Eine Demenz aufzuhalten, auch sehr schwierig. Aber einen Diabetiker von seinem Diabetes zu befreien, das haben Kollegen gezeigt in 3 Wochen. Ratzfatz war der Diabetes weg. Warum? Diabetes heißt auf Deutsch Zuckerkrankheit. Und wenn ich den Menschen die Zuckerintoxikation nehme, dann hat der Körper plötzlich, ich brauche mich nicht um den scheiß Zucker zu kümmern. Und dann geht es ihm besser. Wenn man dann ein paar andere Sachen noch dazu tut, den Hintern bewegen, Vitamin D, Omega und so, dann ist der ratzfatz auf einem wesentlich besseren Punkt. Und das wollen wir heute, dieses Beispiel wollen wir zeigen. Es geht, chronische Krankheiten wirklich wieder wegzubringen. Wenn wir nichts machen, wird das wie überall weltweit und Amerika ist der Vorreiter, wird immer weiter hochgehen, weil man kann es korrelieren mit dem Übergewicht, weil derjenige, der übergewichtig ist, eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, einen Diabetes zu bekommen, ohne jetzt auf die Einzelheiten einzugehen. Und da wir immer mehr Menschen haben, die übergewichtig sind, geht auch die Diabetesrate immer weiter hoch. Und das Zweite ist, und das ist der Grund, warum wir jetzt eben einsteigen, die Schulmedizin therapiert zwar den Diabetes, aber sie heilt ihn nicht. Und was noch dazu kommt, was besonders ärgerlich ist, dass die Diabetes-Medikamente die Patienten zusätzlich krank machen. Sie regulieren zwar den Blutzucker, aber sie machen sie zusätzlich krank. Und das kann nicht sein. Also wer selber betroffen ist, sollte sich nicht nur beim Diabetes schlau machen. Es gibt eine Laienorganisation, die mit Diabetes nichts zu tun hat. Die nennt sich Mamazone. Das sind Patientinnen, die einen Brusttumor haben müssen. Und die bilden Diplompatientinnen aus. Das heißt also, die machen ihre Mitglieder wirklich schlau. Und jeder, der eine Krankheit hat, muss sich heute schlau machen. Er soll sich nicht abhängig machen vom Arzt, weil er nicht mehr erwarten kann, dass der Arzt heute alles das weiß, was er für die Krankheit weiß. Der weiß, was die Pharmaindustrie erzählt, der weiß, was in irgendwelchen Pharmablättchen steht, aber der weiß nicht, was in der Grundlagenmedizin erforscht worden ist. Und darüber muss ich schlau machen. Das kann er machen, das kann er irgendwo machen, kann er aber natürlich bei uns machen. Dafür haben wir die Akademie für Menschliche Medizin gegründet, wo sich auch Laien informieren können, wo wir diese neuen Forschungsergebnisse übertragen in ein verständliches Deutsch. Und dann bekommt man, ja, wenn man so will, Handlungsanweisungen. Wir werden also im Nachgang jetzt zu diesem Kongress, wo ja überwiegend Therapeuten und Fachleute sind, werden wir ein Seminar auflegen, PrEHDIA, Prävention und Rehabilitation des Diabetes. Und das wird ein Seminar sein, was man im Internet sich besorgen kann. Und da werden wir klein, alles, was wir hier gehört haben, werden wir dort darlegen. Und dann kann sich jeder schlau machen und jeder kann sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Ja. Wenn er sich einen Kollegen sucht, der offen ist und diese Dinge auch kennt, wird es noch leichter gehen. Ja, muss man zum Beispiel seinen Insulinspiegel muss er kontrollieren und so. Aber es geht zu machen. Es ist also kein Kunststück, den Diabetes. Dafür braucht man keinen Professor. Was muss ich tun? Wie müssen sich die Dinge entwickeln? Ich bin lange Zeit auf unterschiedlichen Ebenen gewesen, bin zum Schluss auf die Umwelt gekommen, weil die Umwelt macht uns krank. Wenn an jeder Ecke Kohlenhydrate verkauft werden, dann ist das nicht gesund. Inzwischen bin ich noch einen Schritt weiter, weil wir haben ja auch eine grottenschlechte Gesundheitskompetenz. Das Gesundheitswissen, was wir eben angesprochen haben, ist auch grottenschlecht. Schlechter geworden sogar noch. Warum? Weil unsere Medien missfabrizieren. Und dann bin ich letztendlich zu der Grundsituation gekommen, dass ich sage, nicht der Einzelne hat ein Problem, die Gesellschaft hat ein Problem. Wir brauchen eine neue Kultur in der Gesellschaft. Wenn die Kultur in der Gesellschaft anders ist, dann haben wir einen Bäcker, der nicht nur diesen Pumps anbietet, dann haben wir einen Metzger, der Natur und. Das heißt also, viele, viele Konditionen für den Einzelnen, die er selber nicht beeinflussen kann, kann durch die Kultur eines Volkes beeinflusst werden. Und dann sind wir da, wo wir hin müssen. Deswegen sage ich heute, wir brauchen keine neue Medizin, wir brauchen eine neue Gesundheitskultur. Die Medien sollen sich darum kümmern, dass die Menschen durch den modernen Lebensstil, der ja so toll empfunden wird,
ob wir jetzt alle Smartphone haben, apropos Smartphone, da geht es jetzt auch los, 5G, wird die ganze Elektrosmog-Gericht noch einmal verschärfen. Ja? Da redet keiner drüber. Das wird alles unter den Tisch, von ein paar Spinnern abgesehen. Aber wir werden massiv durch diesen Elektrosmog belastet, weil unser Körper nicht dran gewohnt ist. Genauso wie er an die ganzen Chemikalien nicht gewohnt ist. Genauso wie er an die Mikroplastikpartikel nicht gewohnt ist. Wir produzieren laufend Dinge, die der Körper nicht gebrauchen kann und wundern uns dann, dass wir chronisch krank werden. Es ist nicht das Alter, was uns krank macht, sondern diese ganzen Schweinereien, die die Gesellschaft fabriziert. Noch einmal, nicht der Einzelne. Keiner, der auf die Welt kommt, sagt, ich möchte einen sitzenden Arbeitsplatz haben, aber er kriegt einen. Das heißt, er bewegt seinen Hintern nicht mehr. Keiner sagt, ich möchte die Wohnung über McDonald's haben, aber an jeder Ecke ist McDonald's. Das heißt also, die Gesellschaft ist ja letztlich toxisch. Sie ist für die Menschen toxisch und deswegen haben wir 60% der Menschen im höheren Lebensalter haben Herz-Kreislauf-Krankheiten und 30% haben Krebs. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Ja? Also eine Riesensituation, noch einmal, wo der Einzelne nicht für verantwortlich ist, sondern die Gesellschaft, die sich verändert hat. Deswegen müssen wir Veränderungen der Gesellschaft bewirken und auch daran drehen wir. Wir arbeiten daran. Wir haben konkret in der Akademie überlegt, wie können wir die Botschaft und das Volk bringen, sind dann auf die Idee gekommen, in den Grundlagenforschungen zu arbeiten, die neuesten Forschungsergebnisse rauszusuchen, sie zu übersetzen in verständliches Deutsch, einmal für die Therapeuten, die es auch nicht wissen, aber auch für den Endverbraucher. Weil für mich der Endverbraucher, der entscheidend ist, den kann ich erreichen, wenn ich in die entsprechenden modernen Medien gehe, was wir dann getan haben. Das war die Frage, was haben wir da entwickelt. Wir sind also jetzt voll in den Medien vertreten. Ich habe so ein Video auf YouTube stehen mit 2 Millionen Followern. Wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche ein Video rausgestellt, innerhalb von 14 Tagen 30.000 Leute angeschaut. Das schaffe ich persönlich mit so einer Veranstaltung nie. Das heißt, über die Medien können wir die Menschen erreichen. Und ich werde das heute Nachmittag auch nochmal zeigen. Man kann natürlich sagen, na ja, die Leute hören das und gehen zur Regelverordnung. Dem stimmt nicht so. Wenn wir das richtig rüberbringen, verstehen es die Leute und sie setzen es sogar um. Ich werde die Daten zeigen, wo wir gemessen haben, dass die Vitamin D versorgende Bevölkerung in den letzten 10 Jahren um 40% besser geworden ist. Ohne Medizin, ohne irgendwelche Unterstützung von der Regierung oder, sondern nur über die Aufklärung der Menschen. Sie haben es verstanden, haben es umgesetzt und kaufen auf ihre Kosten dann diese Dinge. Und das ist für mich der Beweis, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir die Leute aufklären und sagen, was für sie gut ist und sie dann auch spüren, dass es ihnen gut tut und eine bessere Lebensqualität haben, dann sind wir genau dahin, wo wir hinwollen. 2021 geht es genauso weiter, beziehungsweise bis dahin geht es weiter. Wir werden also die Inhalte der letzten Jahre, aber auch dessen, was wir jetzt haben, und Diabetes, werden wir umsetzen in eine zusätzliche Größenordnung. Wir haben jetzt ja schon zum Beispiel Spitzengespräche im Internet laufen. Es wird auch Spitzengedanken geben und so. Aber wir werden das Konzentrat aus diesen Erfahrungen symptomspezifisch nicht, sondern krankheitsspezifisch, um die Menschen anzusprechen, die einen Diabetes haben oder die einen Krebs haben, werden wir das Wissen bündeln und als Seminar zur Verfügung stellen, sodass der Einzelne das benutzen kann. Und im nächsten Jahr müssen wir mal gucken, wo wir uns darum kümmern, ob es die Lungenerkrankungen sind zum Beispiel. Ja, COPD, Asthma und so, das ist ein riesengroßes Problemthema. Wir haben heute einen Vortrag gehabt von einem absolut tollen jungen Zahnmediziner, ganzheitlich die Zahnmedizin macht, dass wir das Thema Zahngesundheit vielleicht mal artikulieren. Und so. Also es gibt viele Themen, die der Publikation bedürfen und wir wissen noch nicht genau, was wir machen, aber es wird mit Sicherheit wieder ein Knallerthema werden.